So, guten Tag. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Autoschlüssel für einen Zafira. Der geht nicht mehr, weil die Batterie wohl alle ist. Das gilt natürlich auch für andere Autoschlüssel, die eine Batterie haben. Im Prinzip geht das gute Stück noch, rein mechanisch, nur eben nicht per Funk. Um diesen Autoschlüssel zu öffnen, muss man erstmal schauen, wie er wohl aufgeht. Nach einiger Suche findet man dort vorne einen kleinen Schlitz. Und in diesen Schlitz muss man einen Schlitzschraubenzieher, das ist so ein gerader, hinein manövrieren. Der Schlitz sollte genauso breit sein bei dem Schraubenzieher wie der Schlitz. Auf jeden Fall nicht wesentlich kleiner, weil es sonst Kerben gibt. Dann hebelt man dort ein bisschen hin und her mit dem Schlitzschraubenzieher und wird dann gleich am Rand erkennen, dass dort sich der Schlüssel öffnet. Jo, jetzt öffnet sich der Schlüssel ein wenig. Dann zieht man mit ein bisschen Kraft das ganze Stück auseinander und sieht dann dort einen Dichtungsring. Vermutlich kann man das einfach mit den Händen aufmachen, einfach mal probieren, ein bisschen ziehen. So, schwupp, und schon sieht man die Batterie. Nun müssen wir versuchen, die Batterie rauszunehmen. Die Batterie liegt auf einer Platine, man kann auch die Platine aus dem Gehäuse entfernen. Also wenn sie rausfällt, muss man keine Angst haben, die ist nicht festgeklebt. Bei manchen Schlüsseln mag sie festgeklebt sein, hier nicht. Geht jetzt aber nicht. Lassen wir lieber drin, sonst könnten die Kontakte abreißen. Nun nimmt man einen Schraubenzieher, den gleichen wie eben, und hebelt von der Seite, wo die Halter für die Batterie relativ wenig weit hineinreichen, sodass man den großen Halter nicht abbricht. So, schwupp, ist das Ding schon raus. Jetzt nimmt man sich eine neue Batterie, die gibt es ja im 10er-Pack, im Internet oder im Kaufhaus relativ günstig, halten auch jahrelang. Zur Sicherheit sollte man sie vorher eventuell nochmal durchmessen, damit sie auch wirklich voll ist. Die alte Batterie wird natürlich entsorgt. Das ist eine CR2032. So, man muss hier aufpassen, dass man den Plus- und den Minuspol nicht mit einer Drahtverbindung aus Versehen oder mit einem metallischen Stück verbindet. Dann ist sie nämlich ruckzuck leer. So, also das geht jetzt gerade noch so, weil der Schraubenzieher magnetisch war, hat er die Batterie rausgezogen. Jetzt wird die Batterie einfach hineinmanövriert, das kann man mit der Hand machen. So, schwupp, gut, fertig ist es. Die Hände sollte man sich natürlich vorher waschen und schweißfrei haben. Man kann auch Handschuhe anziehen, wenn man sicher sein will. Aber in der Regel geht es auch mit sauberen Händen. Nun wird das ganze Stück wieder auf das Gegenteil hinaufgesetzt, heraufgesetzt, sodass die Dichtung auch wieder dicht ist. Ein bisschen rumprobieren. So, schwupp. Bisschen drücken, Klick. Und jetzt muss man den letzten Teil des Schlüssels mit diesem mechanischen Schloss oben drauf setzen. Dazu schaut man sich an, wie die Nippel sind und die Riefen. Man sieht dort eine etwas tiefere Riefe und kann dann im Gegenpart diese Riefe auch erkennen. Setzt man einfach drauf, macht einmal kurz Klick und schon ist der Schlüssel zusammen und er geht wieder. Da, erleuchtet. Gut, jetzt muss man natürlich noch beim Auto die Synchronisation nachschauen, wie das geht. Da gibt es verschiedene Verfahren. Meistens muss man den Motor anmachen und einmal draufdrücken auf den Schlüssel. Aber einfach ausprobieren und nachschauen. Das war's.